Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wasallam. Wir fahren fort mit den nützlichen Sachverhalten, die der Sheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di im Abschnitt über den Handel und die Arten der Geschäfte aus dem Vers der Geldschuld entnommen hat und erwähnt hat. Von den Aussagen Allahs in diesem Vers ist, in der es sinngemäß heißt, und fürchtet Allah, und Allah lehrt euch. Der Sheikh Rahimullah sagte, und dieser Vers ist ein Argument, dass die Taqwa gegenüber Allah, die Gottesfurcht, ein Weg ist, das Wissen zu erlangen. Bedeutet, dass die Taqwa ein Grund ist, dass Allah dabei hilft, das Wissen zu erlangen. Wir haben erwähnt, dass dieser Vers bzw. diese Aussage nicht eindeutig darauf hindeutet, dass die Taqwa ein Grund für das Wissen ist. Warum? Denn es heißt im Vers, und fürchtet Allah, und Allah lehrt euch. Es heißt nicht, wenn ihr Allah fürchtet, lehrt euch Allah. Die Ulema sagen aber, dieser Vers oder diese Aussage weist darauf hin, dass die Gottesfurcht ein Grund ist und ein Weg ist, das Wissen zu erlangen. Deshalb fragten wir im letzten Unterricht, am Ende des letzten Unterrichts, gibt es denn keinen eindeutigen Vers? Gibt es keinen eindeutigen Vers, der ganz klar darauf hindeutet, dass die Gottesfurcht ein Grund ist, das Wissen zu erlangen? Hat jemand gesucht? Bisschen? Was hast du gefunden? Nur den Vers, der nur ein Hinweis ist, den du schon uns gesagt hast. Der Autor selber erwähnt hat? Ja. Keinen anderen Vers gefunden? Bezüglich Wissen und Gottesfurcht? Der Sheikh sagte, dass diese Aussage ein Argument ist, dass die Taqwa gegenüber Allah ein Weg ist, das Wissen zu erlangen. Genauso wie das Wissen ein Grund ist für die Taqwa. Er sagte, und noch deutlicher als diese ist die Aussage des Erhabenen, in der es sinngemäß heißt, O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr Allah fürchtet, gibt euch Allah Unterscheidungsvermögen. Gibt euch Allah was? Unterscheidungsvermögen. Der Sheikh erklärte das Wort und erklärte, was mit Unterscheidungsvermögen gemeint ist. Er sagte, das bedeutet Wissen, mit dem man zwischen der Wahrheit und dem Falschen unterscheidet und zwischen den benötigten Tatsachen. Das heißt, dieser Vers ist eindeutig, dass die Gottesfurcht, die Taqwa gegenüber Allah, ein Grund ist, das Wissen zu erlangen. Und Allah bitten wir, dass er uns von den Gottesfürchtigen und Wissenden sein lässt. Danach sagte der Sheikh, und darin enthalten ist, dass genauso wie das nützliche Wissen das Beibringen der religiösen Angelegenheiten ist, hinsichtlich der Anbetung und den zwischenmenschlichen Beziehungen. Genauso ist es vom nützlichen Wissen das Beibringen der weltlichen Angelegenheiten hinsichtlich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Er sagte, denn Allah
schützt gewiss die Angelegenheiten der Religion und der weltlichen und die weltlichen Angelegenheiten der Diener. Und sein gewaltiges Buch, und in seinem gewaltigen Buch ist die Klarstellung von jeder Sache. Das heißt, der Sheikh Rahimullah verdeutlicht hiermit, dass man aus diesem Vers entnimmt, dass es ebenfalls vom nützlichen Wissen ist, dass man diese weltlichen Angelegenheiten, die mit den zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun haben, ebenfalls nützliches Wissen ist. Warum? Weil dadurch die Rechte gewahrt werden. Wie das war's? Das Schreiben. So wie der Scheich schon vorher erwähnt hat, als er gesagt hat, dass das Erlernen des Schreibens von den Dingen ist, die Allah liebt. Und deshalb erwähnte er diese Gunst im Vers der Geldschuld und erwähnte, dass man gegenüber dieser Gunst dankbar sein muss. Und zwar in dem, dass der Schreiber sich nicht weigern darf zu schreiben, so wie Allah es ihm gelehrt hat. Danach sagte der Autor, und darin enthalten ist, dass es erlaubt ist, diese Verträge ohne Bestätigung abzuschließen. Jene Geschäftsbeziehungen, Verträge, Abkommen, wenn es um Schulden geht, und all diese ist erlaubt abzuschließen, auch wenn es dafür keine Bestätigung gibt. Keine Zeugen, kein Aufschreiben, kein Pfand, kein Bürge. Es ist erlaubt, dass man das ohne all diese Dinge abschließt. Einzig und allein durch das gegenseitige Vertrauen. Warum? Er sagte wegen seiner Aussage, yani der Aussage Allahs, in der es sinngemäß heißt, wenn ihr euch gegenseitig vertraut, dann soll derjenige, dem es anvertraut wurde, das anvertraute Gut zurückgeben. Das anvertraute Gut was? Zurückgeben. Und wir haben diesen Vers schon erwähnt, am Anfang dieser nützlichen Sachverhalte, dieser Fawaid, als Beweis dafür, als Beweis für die Meinung der Mehrheit der Gelehrten, die sagen, dass das Aufschreiben der Schuld, der Geldschuld, nicht Pflicht ist. Und zwar wegen diesem Vers. Und einige sagten sogar, dass dieser Vers den Befehl, die Geldschuld aufzuschreiben, aufhebt. Aber was ist die Bedingung? Das gegenseitige Vertrauen. Das gegenseitige was? Vertrauen. Der Sheikh Rahimullah sagte, doch in dieser Situation, also in der Situation, in der keine Bestätigung da ist für dieses Abkommen. Er sagte, in dieser Situation, beziehungsweise diese Situation ist abhängig vom Vertrauen. Ist abhängig vom Vertrauen und der Gottesfurcht. Yani, dass man sich vor Allah fürchtet. Er sagte, denn in Wirklichkeit ist der Gläubige, yani der, der dir die Schuld gegeben hat, ohne irgendeine Bestätigung zu verlangen, ist was? Geht Gefahr. Warum? Er hat keine Zeugen, hat nichts Schriftliches, hat kein Pfand genommen, er hat keine Bestätigung, dass er dir diesen Betrag gegeben hat. Das ist gefährlich. Er sagt, und deshalb ermahnte Allah derjenige, auf dem die Schuld ist, yani auf dem es obliegt, diese Schuld oder dieses Anvertraute zurückzugeben, ermahnte er, dass er das Anvertraute zurückgibt.
und erwähnte, dass diese Person was? Allah seinen Herrn fürchten muss. Er sagte, rahimahullah, und aus dem entnimmt man, dass derjenige, der mit dir diesbezüglich zu tun hat und mit deiner Verlässlichkeit zufrieden ist und dir vertraut, dass er dir gewiss einen Gefallen erwies und dass er dich geeignet sieht für sein Vertrauen und für dieses anvertraute Gut. Er sagte, somit verstärkt sich deine Pflicht, das Anvertraute wieder zurückzugeben. Und zwar von zwei Aspekten aus. Erstens, als Erfüllung des Rechts gegenüber Allah, weil es eine Pflicht ist, das Anvertraute zurückzugeben. Und zweitens, als Erfüllung des Rechts dessen, der dir vertraut und als Gegenleistung ihm gegenüber. Dass man das Gute wieder zurückgibt, dass man diesen Gefallen erwidert und nicht einfach ausnützt. Er gab dir, ohne zu sagen, bring Zeugen. Ohne zu sagen, es muss aufgeschrieben werden. Ohne zu sagen, gib mir ein Pfand. Nein, er vertraute dir und gab dir und sah dich geeignet für sein Vertrauen und für dieses anvertraute Gut. Und dies bestärkt was? Deine Pflicht, es wieder zurückzugeben. Erstens, weil das Pflicht ist, weil Allah es befohlen hat, und weil du somit das Recht diese Person erfüllst und es wieder gut machst, indem dass du es wieder zurückgibst. Der Autor sagte danach, Abschnitt, Allah der Erhabene sagte, sinngemäß, gewiss der Beste, den du in Dienst nehmen kannst, ist der Starke und Vertrauenswürdige. Gewiss, der Beste, den du in Dienst nehmen kannst, ist der Starke und Vertrauenswürdige. Und Yusuf, a.s. sagte, setze mich über die Vorratskammern des Landes ein. Gewiss bin ich ein kenntnisreicher Hüter. Der Sheikh Rahimullah sagte, aus diesen zwei Versen entnimmt man, dass man hinsichtlich der Anstellung der Löhne, dem Anvertrauten und den Führungs- und Verwaltungspositionen allesamt, seien sie klein oder groß, dass man hinsichtlich diesen Dingen den Aussuch der zwei Eigenschaften vereint. Zwei Eigenschaften. Erstens, die Stärke. Die Kraft. Die Kraft für diese Tätigkeit. Durch das Wissen. Denn was zeichnet diese Kraft aus oder diese Stärke aus? Das Wissen, die Kompetenz und dass diese Person was? Behütend ist. Und all dem und allem, was dem folgt, durch was man diese Tätigkeit verrichtet. Das ist was? Die erste Eigenschaft. Die Kraft und die Stärke. Die zweite Eigenschaft ist die Verlässlichkeit. Die Verlässlichkeit. Er sagte, denn durch die Verlässlichkeit wird das Vertrauen vervollständigt. Und durch die Verlässlichkeit erkennt man die Aufrichtigkeit der Person und das Erfüllen seiner Pflichten. Er sagte, und durch die Kompetenz und die Stärke geschieht die Tat.
und wird vervollständigt und wird gemeistert. So sagte er, wenn man jemanden findet, der diese beiden Eigenschaften vereint, und zwar vollständig, so soll man sich an ihm festhalten. Den soll man nehmen. Er sagte, und wenn nicht, dann soll man sich mit dem Bestmöglichen begnügen. Er sagte, Rahimahullah, denn der Mangel der Tätigkeiten allesamt geschieht durch den Verlust dieser beiden Eigenschaften. Durch den Verlust der Stärke, der Kraft und durch den Verlust der Verlässlichkeit. Oder durch den Verlust von einer dieser Eigenschaften. Und Allah subhanahu wa ta'ala bitten wir, dass er uns von den starken Vertrauenswürdigen macht. Und somit hat der Autor, rahimahullah, dieses Kapitel beendet. Und das nächste Kapitel handelt über die Verse des Erbrechts. Über die Verse des Erbrechts. Und Allah subhanahu wa ta'ala bitten wir, dass er ein nächstes Treffen vereinfacht. Wallahu ta'ala a'lam.